Heyho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Phantasia. Beim letzten Mal wurde Daos wieder erweckt und Morrison hat uns super duper schnell scheinbar in die Vergangenheit geschickt, 100 Jahre zurück. Und wir sollen jetzt rausfinden, wie wir Daos besiegen können. Und scheinbar geht es mit Magie. Was auch immer Magie ist. Da liegt Essen. Ich will das Essen haben. Gib mir das Essen. Hey, gib mir Essen. Seid ihr hungrig? Ja. Esst so viel ihr mögt. Ihr könnt nun Cheeseburger zubereiten. Ich habe mir erst nur mit Chester gelesen. Ahaha, Chester. Ja, Chester mussten wir leider zurücklassen. Aber er ist zumindest im Videobild immer noch bei uns da rechts. Hi, Chester. Immerhin etwas. So, kochen, Cheeseburger. Wir müssen generell mal kochen. Wir haben noch gar nicht gekocht. Perfektion im Brötchen. Füllt mittlere Menge KP auf. Yay. Lass mich raten, man braucht Käse und Brot. Käse und Brot, yay. Hatten wir nicht letztens im letzten Dungeon ganz viel Käse gefunden? Sollten wir mal benutzen. Habt ihr Klaus getroffen? Oder Klav? Vielleicht nenne ich ihn einfach Klav. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Was? Noch nicht? Klav, lebt in Euklid. Ja, ich weiß. Kätzchen! 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 Okay. So, ich würde gerne noch die restliche Stadt erkunden, denn wir waren noch nicht überall, da uns diese Cutscene aufgehalten hat. Secret? Secret? Oh nein, schade. Ich will ganz viele tolle Secrets. Da sind Fische im Bach. Ich mag Details. Ich mag Details. So, ist hier irgendwo irgendwas versteckt? Bitte, ich will hier nicht umsonst rumrennen. Hier waren wir auch noch nicht überall, ne? Ha, nichts? Geheimer Eingang oder so? Gar nichts? Hallo, Bewohner. Oh, Einwohner meine ich natürlich. Ich frage mich, was Daos für ein Mann ist. Er soll eine wirklich mächtige Armee befehligen. Keine Ahnung, so gut kenne ich ihn auch nicht. Jo, ein schönes Wetter. Nichts ist schöner als der Frieden. Ich dachte, Daos macht hier voll Chaos in der Welt. Daos Chaos, ahaha. Ist... Oh, nein, aus der Stadt raus will ich noch nicht. Nein, 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 mag noch nicht. Kind! Ich habe keine Angst vor Monstern. Denen würde ich kräftig in den Hintern treten. Ja, das sagst du jetzt. Ich kann ein bisschen Magie anwenden, aber in letzter Zeit schwindet die Kraft. Warum wohl? Kannst du Daos besiegen damit? Nein? Schade. Hallo. Waffen- und Rüstungshändler, willkommen. Hi. Doppel-K.O. heißt der Laden. Interessant. So, schauen wir mal. Schlechter, schlechter. Was ist das denn? Aha, aha, aha. Verdun. Aber eigentlich haben wir ja eine coole Waffe momentan. Aber eigentlich will ich schon alles kaufen. Aber eigentlich haben wir kein Geld. Ach, Menno. Was ist das denn? Eine Streitaxt? Streitaxt, aha. Eine speziell für den Kampf entworfene Axt. Kann Crest auch Äxte benutzen? Er kann auch Äxte benutzen. Schmuckstab. Wir könnten Mint mal eine neue Waffe kaufen. Ich glaube, Mint bekommt auf jeden Fall mal was Neues. So, das müssten wir schon haben. Ja. Ja, ja, oh, für sie gibt's doch was Neues. Haha, Bernsteingewand. Ein mit Bernstein verzierter Umhang. Ja, mit Umhang sieht's nicht aus, aber gut. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Helm. Oh, der ist aber auch so teuer. Ich kaufe mal die beiden Sachen für Mint. Vielen Dank, Joggermann. Bitteschön, bitteschön. So, Mint. Nee, das Zeug ist nicht super duper gut. Ah, oh. Oh, wesentlich besser. Ja, okay. Gut so. Gut, gut. Da ist eine Hintertür. Kann ich bei dir einbrechen und deine Kisten da plündern? Ich will deine Kisten plündern. Ich will die Kisten plündern. Nee. Gibt's hier echt keinen Eingang? Ist das einfach nur so Deko oder oben aus der Stadt raus, ne? Vielleicht von längs? Es irritiert mich immer, wenn man so im Hintergrund Schatzkisten oder irgendwas sieht. Hier, komme ich da irgendwie hin oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Scheinbar nicht. Schade. Schade, schade, schade. Huch. Ich habe keine Angst vor euch. Ach, du bist das. Ja, dich kennen wir schon. Warum rennst du auf einmal hier rum? Entscheid dich mal, wo du rumläufst, Junge. So, ich glaube, hier waren wir schon. Ah, waren wir da schon? Ich bin irritiert. Hallo, waren wir schon bei dir? Ich möchte eine große Magierin werden. Ich übe schon fleißig. Und ich werde mit einem gut aussehenden Helden auf Abenteuerreise gehen. Okay. Meinetwegen. Nun, was mache ich denn heute? Ich sitze im Lord fest, seit diese Monster aufgetaucht sind. Das ist schrecklich.
Na, du kannst in der Stadt spazieren gehen und dir die Häuser angucken, so wie ich. Das ist total spannend manchmal. So, das ist der Itemladen, oder? Waren wir da schon drin? Warum sieht es überall aus? Was wären hier Türen? Das sind wahrscheinlich einfach nur Fensterläden. Aha. Orangengel erhalten. Hier gibt's also doch Stuff. Wundermittel erhalten. Nice. Sonst nichts? Secrets? Ich meine, das ist auch schon ein Secret. Aber trotzdem, ich will noch mehr Secrets. Ah! Weil ich könnte schwören, irgendwo im Spiel gab's mal irgendwas, wo man so irgendwie irgendwo noch rein konnte. Ha! Vielleicht war das auch in einer anderen Stadt. Ich verwechsel das gerade. Wäre gut möglich. Ein Messer! Oh. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Östlich von hier befindet sich eine Höhle. Ja, genau, da waren wir schon. Da waren wir schon. Bei dem Typen waren wir auch schon. Und hier... Bist du ein Schwertkämpfer? Ja. Willst du mir beibringen, wie man mit Schwert umgeht? Ich möchte stärker werden. Oh. Wow, ich dachte gerade, warum komme ich nicht durch die Tür, weil da ein Junge rumstand. Interessant. Geh weg, Bahn. Geh weg. Ich will hier... So, aber scheinbar gibt es hier sonst... Nichts mehr. Wirklich nicht? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich guck mich nochmal um. Aha, hier war das. Das war drinnen. Oh, toll. Ich suche mich ganz halt draußen drum und denke, weil ich wusste, dass man irgendwo irgendwie hier reinkommt. Aber es war hier. Okay. Konnte man hier jetzt irgendwas plündern? Irgendwas gab's hier. Oder ich plündere die Schatzkisten. Nee. Hallo. Ich will dich ausrauben. Bist du ein Schwertkämpfer? Dann kannst du dieses Buch haben. Ist das ein Buch der geheimen Technik? Grassland Demonic Tiger Blade. Oh yeah. Cool. Können wir das denn schon benutzen oder muss man das auch erst wieder irgendwie aufleveln, dingsen, wie auch immer? Huch. Hat man nicht eh eine neue Attacke? Demonic Tiger Blade scheint nicht zu gehen. Weil wir Tiger Blade noch nicht haben. Okay, nehmen wir nichts. Follow Kick geht nicht, weil wir es nicht oft benutzt haben. Aber wir haben Lightning Tiger Blade. Wann haben wir das denn bekommen? Habe ich voll verpeilt. Blitz hätte ich gerne unten. Ja. Gut. Dann müssen wir endlich mal die Tiger Blade und so öfters benutzen, damit wir die neuen coolen Attacken. Nein, die Tiger Blade hatten wir nicht. Die mit Fägen, ach, keine Ahnung, die Attacken, die wir haben. Einfach alles raushauen. Damit die auf 100% kommen. So. Jetzt aber. Raus hier. Und erst da will ich gucken. Und unsere Zeit war doch hier ein Wald. Ist hier auch ein Wald? Hier ist auch ein Wald. Oh yeah. Gibt's hier Stuff? Ich will Stuff. Ich will Secrets. Ich will Items. Hallo? Oh, Feinde. Hey! Käferbär! Ich glaube, euch kennen wir schon. Demon Fang! Bäh, wusch, okay. Bäm. Gut, zumindest sterben sie jetzt schnell. Das ist echt angenehm im Vergleich zu früher. Ha, wir haben Käse bekommen. Noch mehr Käse, yay. Wir können, glaube ich, nichts kochen, was unsere TP heilt. Das wäre wesentlich cooler. Dann könnte ich mal ein bisschen die Attacken spammen und die danach schön wieder aufladen. Gibt's hier echt nichts? Das wäre ein bisschen sehr lame, wenn es hier nichts gibt. Ah, Käferbär und Megabiene. Lightning Tiger Blade. Oh, sieht cool aus, die Attacke. Muss schon sagen. So, wir gehen jetzt mit der Abwehr. Ich glaube, runter und ja, okay. Nochmal wieder testen. So lange her, als ich Quest gespielt habe. Und mit Chester musste ich nicht abwehren, weil die Feinde nicht mal im Bild waren. Ich vermisse Chester. Ach. Hoffentlich geht's ihm gut. Ah. Wie ist es der Wald, in dem ich jagen ging? Das merkst du früh. Da ist der Baum. Und... Aha! Zauberpuppe erhalten! Zauberpuppe! Oh, war das der Wiederbeleber? Ja, krasse Sache, Mann. Aber jetzt heben wir uns irgendwelche brutalen Bosskämpfe auf oder so. Naja. Okay, dann gab's hier zumindest etwas. Käferbär! Yay! Swallow Dance! Yay! Aua! Hör auf mich zu hauen! Das ist voll gemein! Nee! No. Okay. Ja, I did it! Level up for Mint! Und keine neuen Zauber oder so. Schade! Und sonst ist hier echt nichts. Nun gut. Dann halt nicht. Wobei, ich glaube, es gab noch eine Abzweigung weiter oben.
Käferbär. Yay. Wie kreativ die Feinde hier doch sind. Aber eigentlich sehr nett, dass die schönen, schwachen Feinde da sind, wie letztes Mal auch. Was heißt letztes Mal? Wir waren hier eigentlich noch gar nicht. Theoretisch waren wir hier noch nie. Aber es wirkt alles so vertraut. Und sieht eigentlich genauso aus wie in unserer Zeit. Was sind die Farben ein bisschen anders? Ich glaube, die Farben sind ein bisschen anders. So, hier. Aha. Apfelgel erhalten. Oh yeah. Und Uhr erhalten. Das war die Sanduhr, glaube ich, ne? Ja. Gut, gut. Dann gab es hier doch Zeug. Okay, sind wir nicht umsonst hier hin. So, dann sollten wir nach Euklid, glaube ich. Euklid, ja. Euklid war im Norden. Schauen wir mal, ob es auch wieder diesen Bergpass gibt. War noch irgendwas anderes in der Gegend. Ich will alles erkunden. Muhahaha. Ich erkunde immer alles. Wenn die Leute mir sagen, geh dahin als nächstes, renne ich erstmal an 10.000 andere Orte, weil ich denke, optional das darf. Wuhu. Einmal durch die Stadt. Du bitte, du Gott, Leute, lass mich in Ruhe. Ich will hier nur durch. So. Yo, das... Wow. Wir sind echt weit gekommen. Hornisse. Oh, die sind aber neu. Oh, Chester. magisches Auge. Magisches Auge. 15 Stück. Sehr schön. Auf die Hornisse. Schauen wir mal. Schwachpunkt Feuer. Och man, Rochester, er hat Hellfire. Oh, 120 KP. Okay. Das hat nur 30 abgezogen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Versuchen wir es mal mit Lightning Tiger Blade. Es hat, glaube ich, mehr... Also es sieht brutaler aus, als es eigentlich ist, ne? Ich dachte, es würde mehrmals treffen, aber scheinbar hat es echt nur einmal Schaden gemacht eben. Yeah. Okay. Wir kriegen das hin. Die eine ist zumindest nicht im Bild. Das ist schon mal sehr gut. Hi. Da bist du ja doch. Aua. Oh, die machen so viel Schaden. Warum? Au. Oh. Konnte man noch Rüstung kaufen für Cress? Vielleicht muss ich bald mal wieder ein bisschen Geld farmen. Wow, Mint hat Schaden gemacht. Yay, hau drauf, Mint. Okay, wir schaffen das. So. Sehr gut. Yo, I did it. Vielleicht sollte ich einfach mal, damit wir das Kochen mal gesehen haben, mal so ein paar Cheeseburger machen jetzt. Cheeseburger! Ja! Ihr könnt alle doch überhaupt nicht kochen. Wir lassen Mint mal kochen. So voll klischeehaft. Verbraucht Brotkäse, Schweinefleisch. 20 plus 0% KP aufgefüllt. Mal 20% plus 0%? Okay. Ja, wir sind wieder voll. Cool! Cool. Da ist ein See. Da ist ein... Oh, da ist irgendwas. Secret! Die Musik ist cool. Sehr schön. Hallo! Hallo, hallo! Oh. Fische! Löwen! Lange Wege, aha! Magisches Auge erhalten, das kann man immer gebrauchen. Du, ist noch irgendwas? Oh, Wasser des Lebens erhalten, boah, wir haben eine Schatzkammer gefunden. Rippfleisch erhalten, yeah, man. Fleisch. Oh, Krabbi, Krebs, hi. Gibt's hier noch mehr? Noch mehr? Lass mich durch, Krabbi, lass mich durch. Okay. Mystisches Symbol erhalten. Ist das, was die Zauberzeit, die Castingzeit runtersetzt? Mystisches Symbol. Ein mystisches Symbol. Die Zeit zum Aktivieren eines Spores wird um 50... Oh, wow, okay. Du darfst es mal doch mit so schnell heilen, Mint. Bin ich voll dafür. Definitiv. Das ist eigentlich auch etwas, was man echt eher spät bekommt in anderen Spielen. Oder halt ziemlich teuer Elixier erhalten. Das ist, glaube ich, auch so ein Wunder, super, duper, mega Heilmittel. Stellt 100% der maximalen TP und KP wieder her, ja. Sag ich doch. Wunder, super, duper, mega Heilmittel. Hey! Erfolgreich einen Hafensteg geplündert. Ist hier noch irgendwas? Das ist eine Höhle. Ich habe das Gefühl, wir laufen gerade ein bisschen zu weit. Zu weit von unserem eigentlichen Ziel ab. Gucken wir erstmal, ob wir klar finden. Ein Schild. Dort steht, nehmt euch vor dem Pfad im Norden in Acht. Boah, man kann es lesen. In unserer Zeit konnte man es nicht mehr lesen. Aber im Norden waren voll die krassen Items und Secrets versteckt. Ist das wieder so? Dann will ich hier doch lang.
Oho, ein Horror. Heißt der echt Horror? Das ist interessant. Nun gut, dann scannen wir mal den Horror. Ja, Schwachpunkt Feuer. Natürlich, natürlich Feuer. Was denn auch sonst? Schließlich ist Chester ja nicht mehr dabei. Dann kann man allen Feinden einfach mal Feuer als Schwäche geben. Geh kaputt. Ich habe vergessen zu gucken, wie viel KP er hat. Wow. Ich habe einfach nur auf den Schwachpunkt geachtet. Das ist ein bisschen unpraktisch. Geh kaputt. Oh, ich wurde geblockt, aber es war zu langsam. Mino. Hey. Na gut, aber wir können das Zeug kochen zum Heilen. Und Mint kann heilen. Und wir bekommen Käse. Hey, magisches Auge. Hatten wir nicht so ein Dings? Ein Dings. Ein heiliges Licht, wie auch immer es in diesem Spiel her heißt. Leuchttrank? Bist du das? Nee. Heiliges Licht, genau. Einsetzen. So, jetzt müssten wir eigentlich auf weniger Feinde treffen und haben ein wunderschönes weißes Dingens um uns rum. Das sieht wunderschön aus. Mhm. Waren das jetzt weniger Feinde? Oh, von links und rechts. Das ist sehr unpraktisch. Ah, nein. Falsche Knöpfe. Mint. War das nicht eben noch? Wo ist es hin? Da. Magisches Auge. Auf den Falken. Ich glaube, den kennen wir noch nicht. Schwachpunkt Feuer und Erde? 80 KP. So, was habe ich denn gerade anvisiert? Den da. Okay. Finde ich gut. Der springt mir gerade so entgegen. Ah! Er hat meinen Angriff geblockt. Niemals. Hey, kabam, kaboom. Geh kaputt. Flieg nicht da oben rum, als wärst du was voll cooles, specialiges, nur weil du fliegen kannst. Aua, aua, au. Oh, Gottes Willen. Fängt schon wieder an. Ich will Chester zurück. Es ist irgendwie cooler, mit Chester zu kämpfen. Da stirbt man nicht so viel. Au. Yeah. 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 Okay. Wir leben. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Magisches Auge bekommen. Viel Geld. Vielleicht sollten wir nochmal Cheeseburger machen. Einfach mal, wie es können. Wir bekommen nicht so viel Käse. Kochen. Cheeseburger. Ja. Mint. Nicht genug Zutaten. Verdammt. Was fehlt? Brot. Wir haben kein Brot mehr. Es ist aber auch unglaublich schlecht zu sehen, dass hier, ich sehe es gerade, es ist grau und nicht mehr weiß. Für kleine Mengen KP auf halt Vergiftungen. Für kleine Mengen, das ist eigentlich unser Giftteiler, ne? Wir haben kein Brot mehr. Wir werden sowas von sterben. Reis, Seetang, Hühnchenfleisch und Ei. Na gut, machen wir halt einfach mal so eins. Das darf Chris mal machen. Ja. 12, okay. Sollte uns zumindest ein bisschen geheilt haben, ja. Na gut. Zumindest etwas. Ja. Wehe, es gibt hier keine coolen Items. Wehe. Kielwolf. Das klingt irgendwie nach Killerwolf und das klingt irgendwie brutal. Ja, analysiere ich den vor meiner Nase. Ja. Kielwolf, 270 KP, Schwachpunkt Feuer. Warum hat Chris eigentlich keine Feuerattacken? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hau einfach mal drauf. Wusch, wusch, Mint, du könntest mal einen Powhammer werfen. Auf den, der dich anspringt da. Ja. Hat das funktioniert oder stirbst du gerade? Ah, ich rette dich. Ich, oh Gott, Hilfe. Oh, ich hasse das. Furchtbar. Geht kaputt. Mint, nicht sterben. Nein. Lass sie sowas von in Ruhe. Der hat geheilt. Okay, sehr gut. Einer ist schon mal kaputt. So, jetzt hau ich wieder da drüben, damit sie nicht an sich rankommen. Mint, ich rette dich. Ah. Oh Gott. Das kann ja nur schief gehen. Das kann ja nur schief gehen. Vielleicht soll ich meine Spells raushauen. Ich habe sowieso schon kaum noch TP. Oh Gott. Nein. Mint. Hilfe. Swallow Dance. Mint, heil. Heil dich, mein Schatz. Heil dich. Ich weiß, du kommst nicht zum Casten, weil du gehauen wirst, aber heil dich irgendwie. Oder nimm ein Item. Mensch, Apfelgel. Mint. Okay. Okay. Die sind tot. First Aid. Ja. Oh, Gottes Willen.
Das ist echt übel. Das ist echt richtig, richtig übel. Wir haben zumindest viel Geld bekommen. Level up, yay. Hoffentlich habe ich den Status Boom of Doom bekommen. Oh, wir haben aber auch keine bessere Ausrüstung mehr, oder? Wir haben schon das Beste. Stechen, schneiden. Ach, der eine Punkt, das lohnt sich auch nicht. Da haben wir schon. Da haben wir nichts anderes. Das ist das Gleiche. Die Hasenpfote haben wir hier. Bringt Glück. Und das Cape. Könnte den Schutzring nehmen. 10% gar keinen Schaden. Ja, machen wir das mal so. Und bei Mint haben wir, glaube ich, auch nichts Besseres mehr. Nee. Nope. Das gefällt mir absolut überhaupt gar nicht. Wir können das auch nicht mehr kochen. Oh, dann halt mal Reisbällchen. 10% Gehalt, wow. Immerhin. Apfelgel. Jo. Das heilige Licht funktioniert auch nicht ganz so gut. Also ich habe gehofft, dass man noch weniger Feinde dann trifft. Okay, und... keine Items. Das heißt, wir sind ja vollkommen umsonst lang gegangen. Das ist ein bisschen unpraktisch. So ein ganz klein bisschen. Oh mein Gott. Ich sollte bisher ein bisschen leveln nach dem Part, glaube ich. Oder zumindest, sobald wir Klar von der Party haben. Aber vielleicht kriegen wir ihn ja noch in diesem Part, die Party. Ich hoffe es. Dann kann ich danach leveln. Ja, ganz praktisch. Stirb, Falke. Stirb. Okay. Und jetzt stirbst du noch. Bam, bam, boom. Au. Quest blockt aber auch nie ordentlich. Er ist irgendwie viel zu langsam. Furchtbar. Zumindest kriegen wir Geld. Geld. Vielleicht hätten wir uns doch mehr Ausrüstung kaufen sollen im anderen Dorf. Wir sind draußen. Yay. Stadt. Oh Gott. Euglied. Sieht ein bisschen anders aus wie heutzutage. Ha, hallo. Eine Libelle. Wo? Ist wahrscheinlich schon weg. Ha. Elixier erhalten. Ah, ich wollte gerade sagen, was ist das Blaue da? Schatzkisten. Stab erhalten. Fragezeichenstab? Ha. Aha. Unidentifizierter Stab. Ah, vielleicht brauchen wir dafür das Runenwasserdingens. Ich hätte trotzdem gerne erstmal ein Hotel. Inn. Finde ich gut. Ja, Entschuldigung, darf ich fragen, was du hier machst? Das geht euch nichts an. Ich will's aber wissen, Mann. Entschuldigung, darf ich fragen, was du hier machst? Das geht euch nichts an. Aber, ich bin voll aufdringlich. Ich bin noch da nicht. Huch. Aha. Was ist? Mint? Diese Frau. Sie ist krank. Wirklich? Ja. Sie sagt dir nicht, was sie da macht, obwohl du sie 1000-mal gefragt hast. Sie muss krank sein. Ich finde, sie sieht gesund aus. Chris, du bist nicht gerade scharfsinnig. Sie ist liebeskrank. Ach, das hast du gemeint. Ja, ich habe nie was anderes behauptet. Liebeskrank? Dieser leere Blick, dieser Ausdruck des Schmerzes, der von ihr ausgeht. Ich frage mich, ob wir ihr nicht irgendwie helfen können. Wir sollten uns lieber um unsere Angelegenheiten kümmern. Aber Sidequest, Grassmann, Sidequest. Was hat sie gesagt? Nichts. Okay. Sagst du uns jetzt was? Ja. Schönes Wetter! Chris! Was willst du mit dem Geplauder erreichen? Vergiss es! Überlass mir das! Entschuldigung, bedrückt dich etwas? Möchtest du mit mir darüber sprechen? Wie? Aber... Du wirst dich gleich besser fühlen, wenn du darüber geredet hast. Ich habe mich verliebt. Das habe ich mir gedacht. Wer ist denn der Glückliche? Elvin. Er ist drüben im Waffenladen. Elvin im Waffenladen. Verstanden.
Verstanden. Sollen wir jetzt zu ihm gehen? Erwin. Okay. Na gut, wir wollten eh mal im Waffenladen vorbeischauen, weil wir wollen überall, Kisten überall vorbeischauen. Milchgel erhalten. Wundergel erhalten. Macht der Rune erhalten. Okay, ich werde jetzt, glaube ich, testen, ob ich mit dieser Macht der Rune wirklich diesen Stab... Macht der Rune. Auf den Stab. Wurde zu Stab. Wow. Also einfach nur ein super schwacher Stabbau. Na super, hat sehr gelohnt, das seltene Item dafür zu verwenden. Gasthaus. Sehr gut, ich möchte schlafen. Bitte, bitte. Hallo. Ich befinde mich auf einer Reise. Ich komme aus Venezia. Eine Dame, die den ganzen Weg allein zurückgelegt hat? Hattet ihr keine Angst? Ich glaube, dass die Götter mich beschützen. Außerdem habe ich genügend heiliges Licht bei mir. Man sagt, dass die Macht der Götter in diesem heiligen Licht enthalten ist. Wenn man es anwendet, bleiben die Monster fern. Na, ich hab's gemerkt, ich bin fast gestorben. Willkommen. Bleibt ihr über Nacht? Oh, ich glaube, es ist eine Frau. Bleibt ihr über Nacht? Ich mach 20 Gold für ein Zimmer. Bitte genießt euren Aufenthalt. Werden wir. Huch. Darf ich mich hinlegen vorher? Nein? Oh, schade. Wir müssen im Stehen schlafen. Ah, doch nicht. Bettchen. Yay. Wir haben immer noch heiliges Licht um uns rum. Sieht ein bisschen witzig aus so in der Stadt. Hallo. Kennt ihr die Höhle östlich von Belladim? Ja, die habe ich gesehen, aber ich bin nicht reingegangen. Ich habe von jemandem erfahren, der mal dort war, dass dort viele kleine Kreaturen hausen. Vielleicht sind das ja irgendwelche Geister. Ich glaube, von der anderen Stadt haben sie gemeint, es wären die Höhle von Elementargeistern oder so. Haha. So, Waffenladen. Oh, da sind die Libellen. Oh. Hallo, das ist kein Waffenladen. Glaubt ihr wirklich, dass es Krieg geben wird? Krieg? Ja, meine Mama sagt, dass ein König aus einem fernen Land Krieg führen wird. Bestimmt da aus. So, aber erstmal... Nein, nicht aus der Stadt raus. Essen. Vielleicht sollten wir uns auch Essen kaufen, damit wir kochen können. Ich habe gehört, dass in einem fernen Land eine gewaltige Armee zusammengestellt wird. Ich bin auf Reisen. Deswegen heiße ich Reisende. Auf meinem Weg hierher habe ich das Tal der Einsamkeit durchquert. Dort scheint immer ein unruhiger Wind zu wehen. Sie sagen, dort würde jemand namens Klein leben. Er soll das Wetter vorhersagen können, so sagen sie. Und das auch noch sehr zuverlässig. Ich soll dich dort um Abendessen zubereiten. Das Leute gibt's auch in jeder Stadt, oder? Hey du! Ich bin ein Botschafter der Welt des guten Geschmacks. Ich möchte all jenen meine Welt näher bringen, die daran Interesse haben. Möchte dir gerne etwas von meiner Welt kosten. Immer her damit. Dies hier ist eines meiner Geheimrezepte. Ihr könnt nun Sandwich zubereiten. Sandwich. Das Geheimrezept schlechthin. Was macht Sandwich? KP heilen? Ich frage mich, ob wir zwei Sachen verpasst haben, weil wir so Lücken sind. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Klassischer Mittagssnack. Füll kleine Mengen Kaffee auf Halbparalyse. Brot. Und Kartoffelsalat, Gurke, Kartoffelei. Okay. Okay, hallo. Lebensmittelhändler, willkommen. Wir haben ein breites Angebot. Das ist gut. Möhre, Kohl, Gurke. Oh Gott. Ein Gemüse mit einer hübschen Farbe und Form. Schmeckt nach dem Kochen süß. Yay. Kohl, Gurke, oh Gott, Kartoffeln, Tomaten, das ist alles ziemlich teuer. Apfel, Erdbeere, oh Erdbeere, Banane, Milch, Käse. Habt ihr kein Brot? Ihr habt kein Brot, Mann. So, ich werde auf zumindest noch von allem eins kaufen. Erdbeere, Banane, warum ist es so teuer, Mann? Yay. Vielen Dank, ja bitte. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen definitiv viel mehr Geld. Und wir brauchen einen Waffenladen. Wo ist der Waffenladen? Bist du der Waffenladen? Nicht wirklich, ne? Wow, das ist ja der Kätzchenladen. Oh, ich tut mir leid. Ich bin damit beschäftigt, Abendessen zuzubereiten. Für deine Katzen? Das stimmt, für meine Katzen. Die kriegen Lauch? Ich weiß ja nicht, ob die das unbedingt mögen. Huch, nein, ich wollte nicht raus. Ich wollte noch mit den Kätzchen reden. Das ist ein Hund? Das war gruselig. Okay, okay.
Ich bin der Katzenjau, süße kleine Kätzchen. Kätzchen! Huch, seht euch alle Katzen an. Was ist denn los mit ihnen? Lass mich durch. Ich will da unten rein. Denn hier kriegen wir voll krass nichts. Naja, hätte er sein können. Nee, ich komm nicht raus. Oh Gott, Hilfe. Ich stecke fest. Ja, danke. Nie wieder dieses Haus betreten. Nie wieder. Wo ist der Waffenladen, Mann? 2000. Geld. Ist da auch noch was? Ne, scheinbar ein Stein. Zumindest kann ich da nicht langlaufen. Gibt's hier noch mehr Schatzkästen? Ich will noch mehr Schatzkästen. Hi, Musiker. Sie sind nicht so gut. Findest du nicht auch? Wir freuen uns über Spenden. Wie viel wollt ihr geben? 1 Gold. Danke, bitte. Ich bin gerade selbst ein bisschen arm, es tut mir leid. So, hier ist noch ein Häuschen. Da oben ist noch eine Kiste. Und ich glaube, da links war der Waffenladen irgendwo. Hey, Moment mal. Halt, stopp. Wie komme ich da hin? Von hier? Ich will zu der Kiste. Kommt man doch garantiert irgendwie hin. Das muss doch irgendwie... Oh, okay. Er schwitzt ein bisschen. Wahrscheinlich haben wir gerade eine Klippe entlang laufen. Aber geschafft. Sehr schön. Flair halten. Das hat Flair. What? Neu. Flair. Magische Flasche. Ihr strahlt vor Charme und bekommt in Läden 30% Rabatt. Hätte ich erstmal vor dem Einkaufen gefunden. Huch. Wie gefällt euch dieser Ort? Also... Ist das nicht eine tolle Aussicht? Ja, tolle Aussicht, aber ein bisschen schwierig, kompliziert hier hinzukommen. Weg. Hallo? Okay. So, ich würde aber sagen, dass mit dem Waffenladen... Heben wir uns jetzt das nächste Mal auf? Ich würde echt gerne einfach ein bisschen Geld sammeln nochmal. Aber es wäre eigentlich cool, Geld zu sammeln, wenn wir die Party voll haben. Nee, wir machen hier erstmal Schluss und beim nächsten Mal können wir den Rest der Stadt finden. Hoffentlich endlich mal klar und dann mache ich einfach während der Party einen Schnitt zum Trainieren. Passt schon, kriegen wir hin. Also dann, beim nächsten Mal erkunden wir den Rest der Stadt und finden hoffentlich endlich klar. Also dann, ciao, ciao.